Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hausflipper. Wir machen in unserem Haus weiter, was wir neulich angefangen haben. Nämlich das hier. Da haben wir in der letzten Folge das Gamingzimmer eingerichtet und das Kinderzimmer. Und das werden wir heute mal fortsetzen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Sieht extrem cool aus. Hier ist mal der Flur so standardmäßig, ne? Hier ist das Kinderzimmer. Ne? Genau, da ist der Teddy. Das ist der, wie ist der? Habe ich vergessen. Egal, weiter geht's. Tür zu. Und hier ist das Gaming-Zimmer. Ist das geil. Das ist mega geil, richtig. Und wir machen jetzt mal weiter, gucken mal, was man noch so kaufen kann. Mir fällt ein, wir können auf diesen Monitor noch so eine Webcam setzen hier, ne? Oh, sieht aber schön aus hier mit der Linse, ne? So, kaufen. Ich hoffe mal, die passt da hin. Sonst wäre es natürlich doof. Komm, wo ist sie denn? Drehen. Können wir die jetzt da draufsetzen, oder? Nee. Wie geht denn das? So, einmal hier eine Webcam noch hin. Zack. Und dann ist das ganze Gaming-Setup hier schon vollständig, ne? Sieht zumindest gut aus. Dann gucken wir mal, was ist hier? Hier ist noch so leer irgendwie, ne? Was könnte da denn noch hinpassen? Ich hatte nämlich noch mal ein paar Mods installiert hier. Und deswegen packen wir da jetzt mal so einen richtig geilen Netflix-Fernseher hin. Einmal natürlich noch so eine... Einmal natürlich noch fürs Wohnzimmer. Wo ist es? So ein Unterstelltisch für den Fernseher. Soweit hier. TV-Schrank, jawohl. Kann man machen. Einmal kaufen. Putten wir den da mal hin. Ist das egal, wie rum? Ich glaube ja, ne? Falls nicht, mache ich mich jetzt zum Affen. Aber das ist immer ja gewöhnt. Genau, so ist er gerade. Dann einmal hinstellen. Super, dann kommt jetzt hier natürlich noch der Fernseher hin. Das Beste von allem. So, hier dieser Fernseher, der kommt jetzt erstmal hier hin. Natürlich mit dem Bild zu uns und nicht zur Wand. Und dann... Zack. Jawohl. Da hängt noch so ein Ding, aber an der Wand. Super. Dann können wir jetzt nochmal hier so ein paar Boxen aufstellen. Oder vielleicht sogar so ein anderes Soundding. Müssen wir mal gucken. Okay, die Lautsprecher nehmen wir mal in der Farbe diesmal. Kaufen. Und tun die da noch hin. Einmal so. Und natürlich noch einmal so. Genau, dann haben wir hier noch so einen kleinen Fernseher. Dann fehlt uns natürlich noch das eigentliche Gerät, ne? So ein Receiver oder sowas. Ja, genau, so ein DVD-Spieler kann man da noch hinsetzen. Der schadet da ganz bestimmt nicht. Dann noch sowas hier. Kaufen. Jawohl. Das Ding hier. Genau, einmal kaufen. Dahin pflanzen. Und das war's dann auch schon. Dann können wir jetzt mal eine Fernbedienung noch kaufen, ne? Und die dann dazulegen. Fernbedienung, jawohl. Nehmen wir die mal. Ne, halt eine Fernbedienung kann man jetzt nicht viel zu sagen. Die legen wir da mal hin. Zack. Und dann ist auch diese Fernsehecke schon komplett fabelhaft. Okay, dann sind wir mit dem Zimmer eigentlich auch schon fertig. Denn wir wollen ja nicht hier drin wohnen, sondern es nur verkaufen. Und dafür ist es schon mehr als genug. Dann, was ist hier? Ach, das Bad, ne? Oder? Ne, es war die Küche. Das Bad war hier. Jawohl. Dann gucken wir jetzt mal. Hier, das ist die Frage, was ist das für ein Zimmer? Das hier ist ja wahrscheinlich das Esszimmer, ne? Und da kommen dann die Küche hin. Ja, machen wir direkt. Einmal eine Küche. Müsste wohl machbar sein. Dann einmal Möbel. Küchenmöbel. Und dann gucken wir mal, was wir finden. Hier, so eine ganze Küchenzeile wäre doch ganz cool, ne? Aber die ist wahrscheinlich hier viel zu groß, oder? Können wir mal testen? Nee, das passt nicht. Das ist einiges zu groß. Gucken wir mal. Mal gucken, wie sieht es denn damit aus? Ist das auch so ein Riesending? Ah, nee, das geht, ne? Einmal umdrehen. Genau, und das so irgendwie dahin. Wenn das ginge. Na,
Naja, wie sieht's denn hiermit aus? Mit Herdplatte, das ist ja mal ganz platzsparend, ne? Genau, natürlich noch drehen. Genau. Das kommt dann mal so dahin. Müssen wir das jetzt noch anschließen irgendwie? An Gas? Nee, ne? Sehr gut, dann kommt jetzt hier natürlich noch ein Ofen dran. Ofen kann man immer mal brauchen, ne? Wir nehmen mal den hier. Farben können wir eigentlich so lassen, ne? Die sehen da top aus. Kaufen. Umdrehen das Ding. Und der kommt hier. Schön an die Wand dran. So. Ja, fabelhaft. Dann haben wir schon mal eine Küche. Das Ding kann man aber noch ticken nach hinten, oder? Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Hier, Spülmaschine. Die ist aber wahrscheinlich viel zu breit, denke ich mal, ne? Dass sie da hinpassen würde. Aber wozu haben wir denn... Aber wozu haben wir denn hier noch Platz da hinten? Genau dafür. Einmal... Ach nee, da muss noch ein Kühlschrank hin, fällt mir ein, ne? Nee, der kommt da in die Ecke. Okay, kein Stress. Einfach hier erstmal so weit hin. Jawohl. Dann einen Kühlschrank brauchen wir. Okay, wir nehmen ganz standard hier den wieder. Der ist ja recht schmal und so. Hatte ich auch schon mal verbaut. Der ist nicht schlecht. Der wird noch einmal angepasst hier. So... Genau. Man muss halt in der platzsparenden Küche auch platzsparend arbeiten, ne? Macht Sinn. Dann, was fehlt noch? Ein kleines Regal, ne? Fehlt noch. Dann nehmen wir mal das hier. Das ist ja für eine Küche quasi perfekt gemacht, ne? Oder? Kann man sich da direkt noch eins gönnen? Jawohl, hier kommt noch so ein Ding hin, ne? Achtung. Zack. Und dann noch eins in die andere Ecke. In der Farbe. Zack, zack. Kaufen. Jawohl, top. Einmal da oben. Können wir mal richtig was hinbauen, ne? Dann noch hier unten. Und da können wir dann noch eins. Dann haben wir richtig viel Stauraum für Sachen, für Besteck und so, für Gewürze. Muss ja alles seine Ordnung haben hier, ne? Super. Dann gucken wir mal. Küche sind mal so gut wie fertig eigentlich, ne? Oder? Ich würde schon sagen, wir können uns noch eine coole Kaffeemaschine und so kaufen. Die kann natürlich in der Küche... gut aussehen. Kaffeemaschine. Oh, die hier. Das war die mit Leuchtung, ne? Kaufen. Die stellen wir mal hier dahin. Das ist aber ein bisschen eng. Kann die da stehen? Jawohl, auf der Fensterbank. Geil. Ach Gott, ich bin lost. Falsch rum. Einmal drehen. Zack, da ist sie. Die Kaffeemaschine. Und als letztes gönnen wir uns dann noch so eine Kaffeemaschine. Die stellen wir mal dahin. Schön in die Ecke. Jawohl, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Heute mal ein bisschen kürzer. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Abo natürlich auch nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Video und ciao. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure.